Hallo ihr Lieben. Es ist ein Paradox, wenn überhaupt es ein Paradox ist oder nicht einfach nur verwirrend, dass man sagen kann, dass viele Dinge im menschlichen Leben eine natürliche Todesart haben, und zwar diese natürliche Todesart lautet Aufmerksamkeitsentzug. Es gibt sehr viele Dinge, die nicht mehr fortbestehen, wenn wir ihnen unsere Aufmerksamkeit entziehen. Früher mal hat man gesagt, don't feed the troll. Das gilt aber noch viel allgemeiner. Letztlich leben nahezu alle menschlichen Praktiken und Institutionen davon, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken, also sie praktizieren. Wenn irgendwann kein einziger Mensch mehr Interesse an einer bestimmten Praktik hat, dann stirbt sie halt aus. Das ist der natürliche Tod, das natürliche Aussterben von menschlichen Praktiken, einfach aus Desinteresse, weil sich Menschen auf anderes verlegen. Das ist aber nur noch nicht das Paradox, das ist, würde ich sagen, so weit, so bekannt. Das Paradox ist, dass es andere Dinge gibt, vor denen man den Eindruck haben könnte, dass sie überhaupt nur bestehen und fortbestehen könnten, indem wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken, also die im Heimlichen wachsen. Das Erste, woran man wahrscheinlich denkt, ist irgendwie Kriminalität. Da ist dann der simple Grund, würden wir dem Aufmerksamkeit schenken, würde Widerstand entstehen und würde eine Form von Widerstand möglicherweise, vielleicht auch nicht, entstehen, sodass diese Praktik sehr kostspielig wird für die, die sie praktizieren, und sie dann dahin stirbt. Ne? Auch Ordnungswidrigkeiten aller Art haben da was dafür. Das ist ja so eine interessante Grenze, die wir ziehen zwischen Ordnungswidrigkeit und Verbrechen. Also zum Beispiel, wenn man bestimmte Formen der Lebensmittelerzeugung oder Medikamentenerzeugung oder Medikamenteneinführung nicht hinreichend kontrolliert, ihnen also eine ganz bestimmte Form von Aufmerksamkeit nicht schenkt, dann wird sich halt diese Praktik ausbreiten, ja, weil sie das dann kann, weil sie dann sich lohnt für die, die sie praktizieren. Und dann geht es genau darum, dieser Praktik, damit sie nicht praktiziert wird, Aufmerksamkeit zu schenken. Insofern ist das ist das eigentlich Verwirrende, dass wir in eine permanente Frage gestellt sind als Menschen, fast schon existenzialistisch, wenn ich so rede. wem oder was oder wie wir Aufmerksamkeit schenken wollen. Also sozusagen die magische Zauberkraft des Menschen ist Aufmerksamkeit. Deswegen sind Fragen der Aufmerksamkeitsökonomie sowohl im Alltag als auch in der Politik ganz entscheidend. Es gibt sehr verschiedene Formen von Aufmerksamkeit, nicht nur eine. Und es ist eine permanente Frage. Also wir können unsere Aufmerksamkeit auf nahezu alles richten. Und das führt dazu, dass wir eben auch unsere Aufmerksamkeit von Dingen wegbewegen können, die eigentlich für uns wesentlich sind. Also das ganz Besondere am Menschen ist, dass er sich selbst vergessen kann. Und in diesem, dass der Mensch sich selbst vergessen kann, ist Mensch und selbst zwei Paar Schuhe. Es ist nicht dasselbe. Es Subjekt und Objekt in diesem Satz, ich kann mich vergessen, sind nicht das Gleiche, sondern es sind halt verschiedene Aspekte, wenn man das so sagen will, so philosophisch sprechen will, unseres Seins. Das eine ist halt, dieses Ich ist, könnte man benennen mit Aufmerksamkeit oder Bewusstsein, wohin wir auch immer das gerade lenken wollen. Nur, wir können es eben auch von uns selber weglenken. Also wir können uns selber vergessen, wir können uns ablenken, wir können uns mit tausend anderen Dingen beschäftigen. Wir können uns auch auf eine Weise mit Dingen beschäftigen, die dann dafür sorgt, dass uns bestimmte andere Dinge entgehen, die aber gleichzeitig da sind, auch wenn wir ihnen nicht die Aufmerksamkeit schenken. Also die Welt entsteht ja nur für uns durch unsere Aufmerksamkeit. Sie ist durchaus unabhängig von uns da. Woher auch immer, dass wir das wissen, hochphilosophisches Problem, das mich aber nicht die Bohne interessiert. Ich finde das relativ albern. Aber die Frage ist eben, wie organisieren wir unsere Aufmerksamkeit für uns erstmal selber, zusammen mit anderen, in der Politik? Wer entscheidet eigentlich in der Politik, wem wir wie Aufmerksamkeit schenken? Und was unterscheidet auch gute Formen gemeinsamer Aufmerksamkeit von schlechten Formen gemeinsamer Aufmerksamkeit? Also ehrlich gesagt ist das dieses Problem, vermeintliche Problem, auch ziemlich banal. Ja, schlechte Formen der Aufmerksamkeit sind halt Formen des Streits, wo es den Streitenden eigentlich nur um Aufmerksamkeit für sich selber geht, also um Statuszugewinne oder die Abwendung von Statusverlusten. Also da macht es dann sehr viel Sinn, Streit zu inszenieren, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist ja mein Teil meiner Analyse, was in Aristokratien passiert, in aristokratisch verfassten Gesellschaften.
gute Form der Aufmerksamkeit, da geht es dann halt um was anderes, da geht es dann letztlich um menschliche Bedürfnisse. Also und zwar eine gemeinsame Zuwendung zu menschlichen Gesellschaften, letztlich auch eigentlich gar nicht in der Streitform, weil was soll da Streit? Streit bedeutet immer, jemand fühlt sich verletzt, jemand will irgendwie mehr sich rausnehmen als anderen, also ist wieder Aristokrat, indem man eben sagt, ich bin höherwertiger als du, ich bin mehr wert als du, meine Bedürfnisse zählen mehr als deine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse von X zählen mehr als die Bedürfnisse von Y. Das ist halt für die gemeinsame Steuerung von Aufmerksamkeit nicht ganz so zuträglich, ja, wenn man halt durch die gemeinsame Aufmerksamkeit, sag ich mal, lebensförderliche, menschenfreundliche Dinge ins Leben bringen will und Praktiken, die uns, mit denen wir uns selber schaden, aussterben lassen will. Also die Demokratie ist nicht aus, wie soll man sagen, moralistischer oder ethischer Sicht besser, sondern sie ist von ihren Konsequenzen her besser. Also gemeinsame demokratische Aufmerksamkeit, wie sie eben in gelosten Bürgerräten praktiziert wird, sorgt einfach dafür, dass wir gemeinsam auf bestimmte Verhältnisse, Zusammenhänge, Dinge, die wir tun können, Dinge, die wir entscheiden können, Dinge, die wir verabschieden können, Gesetze, fokussieren auf eine Weise, mit der wir uns dann letztlich selber helfen. Und dann auch kommen halt gute Dinge für uns subjektiv natürlich rein, gute Dinge ins Leben und Dinge, denen wir uns schaden, hören auf, sterben den natürlichen Tod des Aufmerksamkeitsentzugs oder eben des Todes durch ganz bestimmte Formen der Aufmerksamkeit. Aber letztlich ist eben das, wie wir miteinander unsere Aufmerksamkeit organisieren, das, was über unsere Lebensqualität entscheidet und die Formen, in denen wir eigentlich uns darauf konditionieren sogar, dass es permanent darum ginge, wer steht höher, wer steht niedriger, ja, wer ist wertvoller, wer ist weniger wertvoll, wo das überhaupt eine Frage ist. Also aristokratische Verfassungen, und das gibt es überall, es gibt auch aristokratische Verfassungen von Unternehmen, ja, wo manche mehr wert sind als andere. Ja. Und es gibt aristokratische Verfassungen auch in Familien, ja, so ganz alte patriarchalische oder auch matriarchalische Familien, in denen ganz eindeutig ist, dass ein Mensch und seine Bedürfnisse deutlich mehr Gewicht haben als die aller anderen in dieser Familie. Und das gibt es eben auch in ganzen Staaten. Ja. Und auch bezogen auf die Menschheit, auf den sogenannten Weltstaat, den wir nicht so richtig haben, den wir aber bräuchten, gibt es eben das auch. Ja. Also manche sind wertvoller als andere. Das ist die Grundform der Aristokratie. Und die Demokratie duldet das nicht und hat eben Verfahren dafür, um das auch ins Leben zu bringen. Und nicht nur leeres Gerede sein zu lassen, dass eben das dann tatsächlich auch so ist, dass alle gleich viel wert sind und gleich viel Bedeutung haben für alle gemeinsam. Und das führt in Aufmerksamkeitshinsicht zu deutlich anderen Ergebnissen, weil sie einfach eben die Aufmerksamkeitsökonomie, die sehr begrenzte Aufmerksamkeit, die wir alle haben, anders organisiert, anders fokussiert und auch eben anders zusammenkommen lässt, anders zusammentreten lässt. Man kann eben verschieden Aufmerksamkeit zusammenbringen und nicht nur auf eine Art. Und das, wie es die Aristokratie tut, hilft uns Menschen nicht ganz so viel, ganz vorsichtig ausgedrückt. Das, wie es aber die Demokratie tut, eben durch das Losverfahren und durch die Praxis der Isegurie und wie wir es heute machen in gelosten, untergelosten Kleingruppen, also dass wir nicht nur einmal losen, sondern mehrfach losen, auch die Gelosten nochmal losen in Kleingruppen, in denen sie sich gemeinsam zusammensetzen und die Sachprobleme von verschiedenen Seiten mit ihren verschiedenen Lebenserfahrungen beleuchten. Das ist deutlich produktiver für diese wohltuende Organisation menschlicher Aufmerksamkeit, wenn man es so nennen will. Jo, damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ceterum censeo, Demokratiam esse sotienda.